Die Universität Bielefeld ist eine Universität, die zwar in der Zwischenzeit schon 50 Jahre alt geworden ist, aber die von ihrer ganzen Herangehensweise eine jung gebliebene Reformuniversität ist. Wir wollen nationalen und internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine Plattform bieten für exzellente Forschung. Wir wollen aktuelle Forschungsdebatten aufgreifen und dezidiert kein Hausverlag sein, der unsere eigenen Publikationen nur voranbringt, sondern national und internationale exzellente Forschung publizieren. Es geht uns bei Bielefeld University Press darum, klassische Publikationsformen bei Buchpublikationen mit innovativen technischen Aspekten so zu verbinden, dass beide voll zu ihrem Recht kommen können. Unserer Meinung nach ist wissenschaftliches Verlegen, wenn es auch einen starken digitalen Aspekt hat, nicht nur ein technischer Vorgang. Uns ist es wichtig, Bücher zu kuratieren. Es ist in der DNA der Universität Bielefeld, dass Geist- und Gesellschaftswissenschaften einen ganz prominenten Platz einnehmen. Wir glauben, dass die Geisteswissenschaften gut beraten sind, etwas für die Sichtbarkeit ihrer Publikationen zu tun. Mit der Bielefeld University Press haben wir nun auch die Möglichkeit, für geisteswissenschaftlich orientierte Fächer und für Fächer, die eher in Monographien publizieren, einen qualitätsgesicherten Publikationsort anzubieten. Den Zugang zum Internet, den bieten Bibliotheken weltweit. Und es wird ein Zukunftsmarkt sein, nicht nur hier in Deutschland, wo die Digitalisierung natürlich weit fortgeschritten ist, sondern absolut weltweit. Und es ist eine ganz große Chance, glaube ich, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die bisher von Kommunikation ausgeschlossen waren, über diesen Open Access in die Kommunikation, in die weltweite Kommunikation mit hineinzubeziehen. Wir wollen im Grunde genommen die gleichen Prozesse starten, wie wir sie aus Journal-Publikationen kennen, um auf die Art und Weise ein Qualitätsniveau zu erreichen, was BOP international zu einem etablierten Verlag werden lässt, mit dem wir internationale Wahrnehmung finden und mit dem wir auch den Publizierenden die Möglichkeit geben, ihre eigene Reputation zu erhöhen. Die Besonderheit von Bielefeld University Press besteht darin, neben dem Deutschen und dem Englischen auch das Spanische in den Vordergrund zu stellen. Das hat damit zu tun, dass es in Bielefeld einen starken Forschungsschwerpunkt im Bereich der Lateinamerikanistik und der interamerikanischen Studien gibt und dies die Möglichkeit eröffnet, ein breiteres Fachpublikum in diesem Bereich anzusprechen. Und wir glauben, dass diese Qualitätssicherung, dieses Herangehen an Publikationen aus einer Qualitätssicht heraus, dass das uns differenzieren wird von vielen anderen Verlagen. Transkript hat unglaublich viel Erfahrung, gerade auch im Bereich Open Access. Es ist eine geballte Expertise in Bielefeld. Die Stärke der Kooperation zwischen Forschung, Bibliothek und Verlag ist die, dass alle drei Perspektiven hier in einen kreativen Austausch treten können. Und das ist was Einmaliges. Und das braucht die Wissenschaft. Die Partnerschaft hat sich bisher schon sehr bewährt in der Aufbauphase. Ich kann sie als ausgezeichnet bezeichnen und ich gehe davon aus, dass es auch in den nächsten 50 Jahren so sein wird. Wir werden eine neue Publikationskultur in Bielefeld gestalten. Damit werden wir Impulse in die gesamte Publikationslandschaft in Deutschland und vielleicht auch darüber hinaus liefern. Ich glaube, wenn es uns gelingt, diese beiden Entwicklungen, nämlich den Anspruch, dass Literatur auf hohem Niveau schnell zugänglich ist, mit dem, dass es einen Filter darstellt für das, wo lese ich denn etwas, wo lohnt es sich für mich, Zeit zu investieren, dann wird BOP ein großer Erfolg werden.